Einen Tag, als Jesus am See Genezareth stund und das Volk sich am Arm drängt, das Gottes Wort zu hören, sah er zwei Boots am Eiver stehen, während die Fische ihre Netze waschen. Er stieg in das eine Boot hinein, dort Simon sind wir, und sieht, er soll ein Ängstchen vom Eiver auffahren. Dann sah er sich dol und lehrt die Menschen von dem Boot. Und als sie abhielt mit Reden, sieht er zu Simon, vor und ab, wo der Deib ist, und lädt die Naht darauf zu fischen. Peter sagt zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht schwer geschafft und haben nichts gekriegt. Aber in dem, wenn du so sagst, dann lädt ich die Naht darauf. Und als sie dort deiden, kriegen sie ein großes Schaf Fisch, sodass ihre Naht anfangen zwei zu reden. Dann wangen sie ihre Partner im anderen Boot, dass die an sollen kommen halten. Und die kamen und sie hauten die Boots beide so voll, dass die anfangen unterzugehen. Als Simon Peter dort sah, fall he auf Knien vor Jesus und sagt, Herr, geh von mir weg, ich sie ein sinniger Mensch. Dann he und die anderen, die mit ihm waren, staunten über die Maßen fest, die sie gekriegen hauten, und gerade so auch Jakob und Johann, zu Bedea seine Sehens, Simon seine Partner. Und Jesus sagt zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen gerieben. Und als sie ihre Boots dann gelaunt hauten, verleiten sie dort alle und gingen mit Amen. Und dort nehmen sich so ram, als he in die gewisse Stadt wir, kam da ein ütsalziger Mann und sah Jesus und voll verarm auf dem Gesicht und sein Haar, wenn du weißt, du kannst mir reingehen. Und he streckt seine Hand ut und schiert am an und sieht, dort war ich daunen und plötzlich wir sind ütsalz weich. Und Jesus verbot ihm, dort irgendwem zu sein. Aber er soll gehen und sich den Priester verstahlen und aus ein Getägnis von seiner Reinigung ein Opfer bringen, so als Moses befohlen hat. Aber dort nichts von was er getan hat, verspreidet sich bloß so viel mehr. Und die Menschen kamen beim Schauer, um zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Aber Jesus ging vollkommen für sich allein, um zu beten.